ich stehe hier auf dem Hammerschwandlift über dem Vierwaldstättersee, so quasi im Zentrum von unserem wunderschönen Land. Und die Schweiz hier unten ist die Kulisse und auch die Spielfläche vom grössten Spiel, das es im Schweizer Fernsehen je gegeben hat. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Game of Switzerland. Game of Switzerland ist ein Rennen quer durch die Schweiz. Es dauert 4 Tage und startet mit 5 Zweierteams. Während dem Rennen müssen Teams anhand von gefundenen Hinweisen bestimmte Orte finden. Ja, und wer willst du fragen? Sorry. Merci beaucoup, madame. Hallo, wir haben und dort jeweils eine Aufgabe lösen. Scheiße. Und nicht trocken. Immer noch falsch. Ja. Dabei testen sie nicht nur ihre körperliche und geistige Fitness, sondern auch ihre Beziehung. Ich lebe es einfach zusammen. Ja, du musst mit mir reden, gell? Mhm. Du musst mir sagen, wann ich herlaufen soll. Halt die Schnurren dazu. Wer jeweils am Schluss des Tages, also am Ende einer Etappe, als letztes Ziel kommt, geht aus dem Rennen. Ich sterbe fast. Schnaufen. Ihr müsst leider heimgehen. Bis nur noch ein Team übrig bleibt und Sieger ist vom Game of Switzerland. Meine Kandidatinnen und Kandidaten, die treffe ich jetzt. Und zwar dort in Luzern. Liebe Kandidatinnen, liebe Kandidaten, willkommen bei Game of Switzerland. In den nächsten 4 Tagen werdet ihr gegeneinander antreten. Am Ende von jedem Tag verlässt uns das Team, das letztes im Etappenziel ankommt. Und am Schluss gibt es ein Siegerteam, das wird den Hauptpreis gewinnen. Zu den Regeln. Ihr habt 2 Jokers gut. Einerseits ist das der Freeze-Joker. Ihr könnt einmal während dem Spiel für 5 Minuten ein anderes Team einfreezen, so quasi lahmlegen und die Zeit nutzen, das Team zu überholen. Andererseits habt ihr den Internet-Joker. Ihr habt bereits eure Nattel, Smartwatches und so abgegeben. Einmal könnt ihr für 3 Minuten ein Nattel verlangen, damit Telefonat führen oder ins Internet gehen. Natürlich ist es auch verboten, bei Passanten oder Drittpersonen das Nattel zu verlangen bzw. das Internet zu nutzen. Ich glaube, es ist alles gesagt. Oh nein, der Hauptpreis! Das Wichtigste haben wir vergessen. Der Hauptpreis ist ein Gutschein für eine exklusive Reise quer durch die Schweiz, voll mit Luxus und Abenteuer. Während mehrerer Tage reisen ihr zusammen mit einer Begleitung durch unser Land, geniessen die exklusivsten Hotels und erleben die unvergesslichsten Momente. Diese exklusive Reise wird offeriert von Rivella und hat den Wert von 30'000 Schweizer Franken. Zusätzlich gibt es für jedes Teammitglied je 5'000 Franken Sackgeld. Der Hauptpreis ist sicher verlockend. Was? 30'000 was? Eine Reise für 30'000? Okay. Aber es bringt noch nichts, wenn wir jetzt schon viel an das denken. Was? Sackgeld gibt es auch? Das ist ja wie bei einem Schwingfest. Das ist erst am Oben wird abgerechnet. Wirklich, wirklich. Krass, crazy. Ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Euer erster Hinweis ist bei eurem Rucksack. Bleibt fair, gebt Vollgas. Achtung, fertig, los! Das ist der Glitsch dort oben. Ja. Dort oben ist der Glitsch. Es fehlt noch etwas. Wir müssen daher, das ist dort oben irgendwo. Oh, es ist auch der Glitsch. Chateau Gutsch. Chateau Gutsch haben wir gerade sofort erkannt. Von Luzern aus müssen Teams zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Chateau Gutsch. Ursprünglich war der Gutschturm im 16. Jahrhundert Teil der Stadtbefestigung. Nach einem Brand 1901 ist das heutige Märlischloss gebaut worden. Es war relativ klar, jetzt über die Brücke und wir machen das zu Fuß. Sonst ist nichts gestanden, oder? Nein. Ich muss ein Foto vom Schatten. Nein, nein, komm da, komm. Wisst ihr, wo das ist? Das ist hier in Luzern. Ist das der Deutsch? Der hier. In diese Richtung. In diese Richtung? Ja. Gut, merci. Danke. Nach dem Hinweis von dieser Passantin haben wir es nachher auch gesehen. Warte, das ist da oben. Ha? Oh ja, jetzt sind wir jetzt müssen wir rein. Wir laufen einfach.
Und nachher hat es eigentlich nur noch für uns eine Richtung gegeben. Ja, Kopf ab und säckeln, ja. Vielleicht muss ich jetzt vielleicht gleich eine Gabel geben. Also, ich bin der Adrian, ich bin 27 und komme von Langenbruck. Ich bin der Simon, ich bin 19. Ich bin jetzt 20 jetzt. Ich bin der Simon, ich bin 20 und komme auch von Langenbruck. Wir sind ein gutes Team, weil wir viele gemeinsame Interessen haben. Also uns verbindet sicher das Hobby, das Schwingen. Also ja, ich habe eigentlich schon als kleiner Bub mit Schwingen angefangen. Und als nachher der Simon auch zum Schwingen kam, hat mich das natürlich gefreut. Und jetzt habe ich immer Freude, wenn wir zusammen an die gleichen Schwingfeste gehen können. Unsere Stärken sind sicher unsere sportlichen Qualitäten, weil wir sehr polysportiv sind. Und vor allem der Siegeswille. Also wir sind sicher beide sehr ehrgeizig. Wir sind gewachsen für jede Situation und können auch mit jeder Situation umgehen. Wenn es losgeht, sind wir bereit. Wollen wir innen nachher? Ich glaube, dort drüber. Ja, die anderen sind dann schon losgesäckelt und dann konnte ich noch anschliessen. Wenn die anderen so zielstrebig davonlaufen, die rennen noch nicht da irgendwie planlos irgendwo immer her. Dann konnte man sich sicher auch ein bisschen auf die verlassen. Aber nein, als wir keinen Anschluss mehr gefunden haben, ist wirklich einfach instinktiv die Leute zu laufen. Wir haben so ausgesehen, als hätten sie Ahnung von Luzern. Wo ist das Bändchen? Da. Gerade da. Gerade dort, wo es so weiss ist, an der Straße. Ah, super. Also, merci vielmals. Ah, da vorne. Ich bin Doriana. Und ich bin Fabio. Wir sind beide 27, wohnen zusammen in Ostermundigen. Und Wir wollen gewinnen. Wir wollen gewinnen, ja. Es ist wirklich einfach, dass du nicht weißt, was auf dich zukommt. Das ist wirklich also eine Challenge, die du noch nie hast gehabt und wahrscheinlich noch nie mehr wirst haben. Eine Challenge für unser Zusammensein vielleicht sogar. Man weiss ja nicht, was das für einen Einfluss hat. Schlussendlich. Wir sind wirklich auch gerne auf dem Sofa und schauen Filme, Serien, was auch immer. Es ist ein extrem ehrgeiziger Mensch. Wenn man sich vor eine Herausforderung stellt, ist es einfach gering ab und durch. Plus für mich natürlich einfach eine grosse Unterstützung. Ja, ich glaube eben, dass wir uns zusammen so ein bisschen pushen können und beide sehen, was der andere gut kann. Das ist sicher etwas, was wir zusammen haben. Und dort sehen wir unsere Stärke, weil wir beide so ehrgeizig sind. Ich kann gar nicht gut verlieren. Das ist vielleicht noch eine Schwäche von mir. Übrigens. Ich verliere einfach nicht gerne, wirklich nicht. Verlieren ist keine Option, ja. Oder ich nicht als erstes rausgehen. Und wenn wir das geschafft haben, dann gibt es dann nur noch ein Ziel. Ja. Gewinnen. Oder wir sind hier zum Gewinnen, ja. Fuck, wie grün. Entschuldigung. Alles gut, die anderen sind noch nicht da. It's part of the game. Es war rot, wir müssen anhalten und dann haben wir halt gewartet. Brav, wie wir sind und unsere Regeln halten. Genau. Also ich bin Gilen, ich bin 36, ich komme vom Zürich Oberland, bin dort aufgewachsen und ich bin Polizistin aus Leidenschaft. Ich bin Sonja, ich bin 31, ich bin ebenfalls Polizistin, bin nebenbei noch CrossFit Coach und komme von Volkenswil. Und wir zusammen sind Soul Sisters und wir rocken das Ding. Ja, ich würde sagen, wir sind beide Polizistin aus Leidenschaft. Das ist definitiv unser Traumjob. Neuer Einsatz von Köper an den Platz. Ja, so wie du bist, bist du super. Ah! Oh. Es ist im Sonnenschein, wenn sie in den Raum läuft, dann strahlt der Raum. Sie ist mega optimistisch immer. Sie versucht immer das Positive zu sehen, egal wie schrecklich die Situation vielleicht im Moment gerade ist. Es ist einfach schätzlich. Ich liebe sie, wirklich. Ja. Wir sind sicher nie die Besten, aber wir bringen so ein bisschen überall etwas mit. Und ich denke, das ist gerade für so eine Challenge sicher auch ein Pluspunkt, den man damit arbeiten kann. Prepared for everything. Genau, prepared for everything. Hoffentlich. Wir werden sehen. Come on. Komm. Ich steige! In das!
Einsteigen, nächste Station. Ja. Als wir Chateau Gutsch gesehen haben, beim ersten Hinweis, waren wir so happy, dass wir es erkannt haben. Und da sind wir einfach gerade in diesem Flow eigentlich. Da haben uns gerade so zum Bahnhof gedreht. Und da sind wir gerade in den Bus hineingedüsselt. Und dann sind wir, ich habe das Gefühl, wir waren noch zuversichtlich, dass es eine gute Entscheidung war, weil wir so gerade gewusst haben, woher. Und es ist mega super aufgegangen mit dem Bus. Mit den Verbindungen. Mit den Verbindungen. Ich bin Anouk, ich bin 34, ich bin Umweltwissenschaftlerin und arbeite als Lehrkoordinatorin und Dozentin. Ich bin Nina, ich bin 29, ich bin Wildtierbiologin und wir kommen beide von Solothurn. Nala ist uralt, sie ist 17 jetzt und ja, ich habe sie schon seit ich 12 bin. Und ja, nachher, als ich mit Anouk zusammengekommen bin, ist sie auch ein Teil von ihrem Leben geworden. Wir beobachten einfach gerne Vögel beobachten und probieren sie zu bestimmen. Also, wir sind schon noch an den Anfängen, würde ich sagen. Ich sage jetzt mal Hobby-Ornithologie. Schauen wir hier mal. Wir haben so unterschiedliche Stärken. Und ich denke, wir ergänzen uns auch im Tanzen gut. Aber wir sind natürlich nicht jetzt das Team, das irgendwie vor dem Morgen schon einen Halbmarathon rennt. Also. Ich bin die kompetitivere von uns zwei. Also, sie ist mega kompetitiv und ich denke, das wird auch an der Challenge so sein. Ja. Es ist einfach schon lustiger, wenn man gewinnt. Aber ich glaube, das ist so immer so ein bisschen, du genießt es, du bist so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Und für mich ist es so ein bisschen, das Ziel ist das Ziel. Und ja, das haben wir auch sonst das immer. Das will ich nachher noch erreichen. Ich habe jetzt keine Ahnung, zum Beispiel, was die anderen machen. Das ist kein Plan. Das ist doch gleich. Nein, hat es nicht. Ja. Aber ich gehe davon aus, wir müssen zum Haupteingang von dem Ding. Alles andere würde mich erstaunen. Doch, ich sehe, dass 5 Gouverne gehangen sind. Das heisst, wir müssen das erste genug haben. Das habe ich gesehen dort. Ja, das ist, uns aufgefallen. Also ich würde sagen, da haben wir gemerkt, oh, das ist jetzt gut gelaufen. Ich bin Janine, 48 und arbeite an einem Kantonsspital als Anästhesieärztin. Ich bin Michel, 48, arbeite als Unternehmer in der Sicherheitsbeleuchtung und wir sind im schönen Pfäffiken Zürich daheim. Bergsport machen wir wirklich sehr viel miteinander. Alles, was zum Beispiel Skifahren, Skitouren ist oder eben Hochtouren, Klettern, Meerseillängen, Klettersteig. Also ich glaube, Berge verbinden uns, dort haben wir uns auch kennengelernt. Unsere Schwächen, Schwächen. Also, sie sitzt links neben mir. Ich bin also schon froh, hast du nicht gesagt, ich sehe dein Handicap. Wir wollen natürlich gehen. Selbstverständlich. Wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir uns gesagt haben, jetzt packen wir auch den Rest noch. Einer vom Team muss sich vom obersten Turnfenster abseilen, um ein Kuvert zu erreichen, das von eurem Teampartner mit verbundenen Augen an einer Leine gezogen wird. Als erstes ist Mut gefragt, keine Höhenangst und ein gutes Zusammenspiel. Von jedem Team muss sich jemand von diesem Turm in den Schlossgarten abseilen. Der Teamkollege, Teamkollegin, die ist unten und muss ein Seil mit einem Kuvert dran so steuern, damit die Abseilende, ans Kuvert ankommt. Die Schwierigkeit, sie oder er hier unten hat verbundene Augen, muss also gut auf die Anweisungen vom Teamkollegen, von der Teamkollegin hören. Tönt komplizierter als das ist, sie werden es gerade sehen. Übrigens, im Kuvert ist ein Autoschlüssel und der Hinweis für den nächsten Spielort. Klettern ist eines unserer Hobbys. Ich seile dir problemlos 150 Meter eine Wand ab. Also, das tut mir gar nicht weh. Ich finde das lustig. Die Herausforderung habe ich gefunden, wie bringe ich es an, dass er das Ding nicht genug bringt. Oder? Und versteht er mich, wenn ich ihm Anweisungen gebe? Also, Michel, lauf nach rechts. Dein rechts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch ein paar Schritte. 2 nach vorne, streck die Hand aus, mach einen Bogen, nach hinten,
anders. Ja, und jetzt führen. Dann hat das Seil. Das ist du. Ich habe Angst vor Team Blau. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie noch Crossfit machen. Das war für mich die heiße Fußstickung in den Ohren. Einer vom Team muss sich vom obersten Turmfenster abseilen. Um ein Kuvert zu erreichen, das von eurem Teampartner mit verbundenen Augen an einer Leine gezogen wird. Ja, ich liebe so Zeug. Also, da war für mich klar, dass ich auf den Turm gehe. Mir kommt es nicht darauf ab. Ich bin für beides zu haben. Entscheide du. Ja, hast du schon mal abgesagt? Ja. Ich auch. Wie viel Mal hast du schon gesagt? Schon länger nicht mehr. Du abseilen, ich gebe dir also Kommandos. Okay. Jetzt einfach vorwärts laufen, voll vorwärts laufen. Voll vorwärts laufen. Ja. Jetzt bleib schon mal einen Moment so. Ich habe nicht Höhenangst, wirklich nicht. Ich finde es recht less. Ich habe es recht cool gefunden dort oben, ganz ehrlich. Und ich, ja, es ist tipptopp gegangen. Ja? Geradeaus laufen! Geradeaus? Ja. So? Ja. Ja. Ja, geradeaus, alles geradeaus, 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 geradeaus. Gut. Okay, da waren verschwitzte Leute drin. Ich denke, wir rennen schneller hier durch die Stadt. Ja. Aber ja, das haben wir nicht gewusst. Du musst mir sagen, wenn ich so herlaufen soll. Halt die Schnur da drüben. Sorry. Da! Dori! 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 Dann habe ich ihn die ganze Zeit gehört. Dori, Dori, Dori. Und ich so, was will ich jetzt denn? Sag mir, wenn ich so herlaufen soll. Weiss ich das? Kollege. Du musst sagen, wenn ich zum Seil komme. Du gut schnaufen! Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Stopp. Ja, ich hatte gedacht, wir sind vielleicht das vierte Team oder so. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend, als wir am Anfang gesehen haben, wir sind das letzte Team. Oh. Wir sind nur Vierte. Aber im Verlauf kann man sich auch steigern. Ja, letzte Nacht ein wenig geschlafen, nachher wird es plötzlich dunkel. Und dann fällt man dann plötzlich auch von gerne. Simon, musst du von dir aus nach rechts. Noch weiter! Noch rechts! Noch rechts! Noch rechts! Halt! Führen! Führen! In dieser Situation war auch das besser, wenn man nur das Nötigste gesagt hat. Dass man auch weiss, was man machen muss. Nox, hörst du mich? Hey, dich nach rechts! Lauf gerade! Stopp! Lauf geradeaus! Weiter, 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 weiter! Weiter, geradeaus! Jetzt hat es ein Seil. Ja, nimm das Seil. Zieh mal an dem. Zieh. Lauf mal hinter sie. Ja, und zieh mal an dem Seil. Ja, festziehen. Ja, und lauf weiter hinter sie. Ich bin mir noch nicht sicher, wie es funktioniert. Genau, so ist perfekt. So ist perfekt.
Noch ein bisschen, stopp! Es war für mich völlig klar, dass sie mich richtig führen wird. Ich muss einfach machen, was sie sagt. Scheiße. Gehen wir noch ein bisschen rechts. Okay, und? Ich kann's. Gut, kannst du loslassen. Komm zu mir. Rechts. Gut! Und es hat tiptop funktioniert. Gut. Kannst du loslassen? Ja, ganz loslassen. Ich bin unten. Bei dem Moment, wo du irgendwie denkst, ja, das muss funktionieren, dann. Ein bisschen Schmerz, man macht nichts. Schieß los, komm! Okay, gang rechts! Ja! Also, Moment! Ja, jetzt glaube ich, es ist 5. Ja. Wie viel noch? Scheiße. Was muss ich machen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, die Aufgabe verstanden, als wäre er an meinem Seil und würde mich zum Umschlag führen. Bis ich dann gecheckt habe, aha, der hat gar kein Seil von mir in der Hand. Dann hat das Hirn im Anfang funktionieren. Jetzt gehst du ein bisschen gerade. Dann gerade. Gerade. Links! Links! Halt! Dort bleiben! Ich würde Adrian schon blind vertrauen. Auch in dieser Situation und in anderen Situationen auch. Ja, ich bin nicht. Ja, lauf mal auf, die Stege. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du das musst. Aber du kannst nicht am Seil ziehen. Okay. Mal schau dir das an. Dieses Haus unter 110 Häusern in einem Museum. Wir müssen in Ballenberg. Wir müssen in Ballenberg. Wo? Im Ballenberg. Okay, okay. Im Ballenberg müssen wir. Weißt du, wo er ist? Ja, natürlich weiss ich, wo er ist. Sehr geil. 15 Häuser im Museum. Es könnte Ballenberg sein. Ballenberg ist in Interlaken. Ich weiss ungefähr, wo durchfahren. Okay, gut. Teams fahren jetzt mit dem Auto zum Freilichtmuseum Ballenberg. Das grösste Freilichtmuseum der Schweiz liegt im Berner Oberland, östlich vom Brienzersee. Es ist 1978 eröffnet worden und zeigt 110 historische Wohn- und Arbeitshäuser aus der ganzen Schweiz. Meine lieben Damen und Herren, willkommen am Flug in Richtung Ballenberg in Interlaken. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und bis bald. Wo ist der Schlüssel? Ja, den Schlüssel musst du nicht machen. Du musst drehen hier. Ich bin in meiner Büchse daheim, kann den Schlüssel drehen und das Auto läuft. Und jetzt war halt das ein modernes Auto. Mal, hier Start. Ich muss koppeln. Ja. Okay, gut, gang ab der Stege runter. Ganz locker. Und probier es mal so ein bisschen auf die Fiesse, Seil. Ah, okay. Nein, so mehr das Seil aufschwingt. Okay, das funktioniert auch nicht. Jetzt. Aha, Fingerspitz oder so. Irgendetwas kann nicht richtig laufen, weil das ist so dermaßen am Seil ziehen muss. Ich mir das nicht vorstellen. Hast du? Ja. Hast du? Ja, Mann. Hast du? Schatz, ja! Ist gut? Ich weiß jetzt, ob meine Beine nicht wegbekommen. Kann man nicht mehr lange haben? Ich weiß nicht wie, Mann.
Ach komm, nimm ihn einfach weg, ich mach's dir nicht mehr. Scheisse, gar nicht. Ich hab wieder das Herz. Hast du ihn? Ja. Ich sehe aus, hat die Kraft. Und er hat schon gesagt, also. Sie. Baum? Nein, ich bin nicht in einem Baum. Das Seil war in einem Baum. Sie ist doch fest, die Kasse. Ich soll hier. So weg? Ja. Gut. Rihanna. Helen, sag ich. Und nicht du. Und sie wächst hier. Bleib einfach, wo du bist am besten. Weit weg. Oh, bist du. Kommt sie mit? Wo bist du? Da. Ich sehe nicht. Das ist ja lustig, ich komme da. Doch. Oh, Schüssel. Wir sind da. Tada. Geil. Unsere Polizistinnen können sicher gut Auto fahren. Also fahr noch etwas schneller. Nein, das mache ich nicht. Ich weiß. Ich kann mir vorstellen, die Busse schicken zu den anderen. Die schicken zu Sicherheit, das ist schon, aber das ist gleich, das ist gleich. Wir meinst du, können, das meinst du, ist das im Budget rein? Ja, das ist, also in unserem ist es dein Kumpfahrt. Du musst richtig Sahne und nachher über Brünig passen. Über eine Brünig? Ja. Richtig mehr. Also, wenn das nicht gestummen hätte, hätte sich sicher das Mami daheim sich an den Kopf gelenkt. Findet dieses Haus und 110 Häuser in einem Museum. Ah, hier habe ich etwas Historisches Museum. Habe ich da etwas? Kunstmuseum, Naturmuseum. Darf ich noch etwas fragen? Ja. Wisst ihr, wo ich das Historische Museum finde? Also das Historische Museum ist da vorne. Ja. Aber das Haus? Das müsste im Museum gibt es auch ein Bild oder so davon. Okay. Und auch das Museum ist der wo? Der linken Seite des Museums. Ja. Gerade der Rüsa. Ah, der Rüsa. Also. Ja, sonst könnt ihr da vorne, weiter vorne bei der Ampel vorne, könnt ihr einen fragen. Also, super. Das ja, merci vielmals. Das ist Automat. Ja, ja. Du musst aufs D. Ja, die Hand nehmen Sie. Und dann mal aufs P drücken. Passiert nichts. Kannst du mit dem schalten? Handbremse. Oh Mann. Oh Gott, Start Engine, Stop, das haben wir gemacht. Drive Mode, hier. Okay, hier hat es bloß. Das ist etwas anderes. Hey, nein, die modernen Auto machen mich fertig. Okay, mich kommt konzentriert. Aber wenn jemand sieht, dann sagen wir es. Schau dir mal im Handbuch. Nein. Schau mal, ob anfahren fängt. Ich bin Engine, Quick Guide. Erste Schritte. Ja. Erste Schritte. Ein Triegel innen. Ich würde mal Bernbiet vorschlagen. Bernbiet, Berner Oberland. Mensch, sind die so genau? Ja. Auf dem Plan? Ja. Gut. Ja, ganz ruhig, ich frage nur. Warte, das ist es, schau. Ah, nein, kein Dings. Und da hat es auch noch einen Garten. Aber da hat es keine Chemie. Das ist es. Fahrmodi. Ja, Fahrmodi. Das haben wir gefunden. Werden mit den Schaltern auf der Tunnelkonsole eingestellt. Was ist Tunnelkonsole? Aber das ist das von vorhin, Hybrid Pure Offroad. Wir brauchen etwas anderes. Okay. Hallo, kennt ihr noch mit modernen Autos aus? Ja. Habt ihr irgendeine Ahnung, wenn ich ins D schalten kann? Genau. Ja, genau. Bremsdrücken. Ach so, super. Merci vielmals. Danke vielmals. Also ich habe schon gedacht, das ist ein bisschen vorbei. Es war ja. Also schon ein Moment, so, ja, super. Start ist als letztes, das Auto geht nicht an. Und dann habe ich die gekommen, jetzt sind wir abgehängt. Scheiße. Weißt du was? Es könnte im Fall vielleicht gleich Ballenberg sein. Also Autobahn Richtung Bern. Interlaken. Warten wir auf den, der noch daheim hockt. Gibt es ja in Grün. Eventuell. Gesanto Coglione, bleib doch von wo, dass du bist gekommen. Komm, fahr. Wenn ich schon seit Jahren fahrst. Jetzt mache ich gerade links. Fahr mal Richtung Löwengraben. Geradeaus.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird nichts. Ich habe immer gesagt, hey, komm, jetzt vergessen wir das schnell alles. Die nächste Challenge nehmen wir wieder von null und packen das an. Hey, wie geil ich es jetzt gerade finde, da zu sein. Jetzt mit der Rucki, gell, geht's? Es geht. Für mich ist es wirklich der totale Kindheits-Backflash. Ich habe so viele gute Stunden dort erlebt. Und durch das ist ja, es hätte nicht besser sein können, in Ballenberg zu gehen. Hallo, da sind sie. Jawohl! Durch das hat sie ganz vergessen, dass wir am Rennen sind und ich einfach am Leiden bin nebendran. Aber ja, nein, ist wirklich, ist auch für mich schön gewesen im Ballenberg. Wenn die neuen Sänger des Jodlerclub Meiringen die erste Strophe eines bekannten Liedes mit eurer Hilfe korrekt vortragen, bekommt ihr das Kuvert mit dem nächsten Hinweis. Das sind 9 Sänger vom Jodlerclub Meiringen. Normalerweise sind es 21, 9 sind heute hier. Und dieses Jahr feiert ihr das 75-jährige Bestehen. Offenbar sind die meisten von Anfang an schon dabei gewesen. Nein. Ja, nein. Nein, natürlich nicht. Und ihre Aufgabe ist jetzt, sie werden uns einen Teil der Nationalhymne singen. So einfach ist es gleich nicht, weil jeder singt nur ganz ein kleines Teil davon. Ich mache mal ein Beispiel. Du Hocherhabener. Die Aufgabe der Teams ist es jetzt, die Sänger in der richtigen Reihenfolge anzutippen, damit die Nationalhymne richtig erklingt. Wenn sie das geschafft haben, wird ihnen der Chorleiter das Kuvert übergeben mit dem letzten Etappenziel des heutigen Tages. Okay. Musst du tippen? Ja, wenn wir mal anfangen, von links nach rechts. Ja. Antippen. Aha. Du Hocherhabener. Hymne? Hymne, unsere Schweizer also, Hymne-Nationalhymne. Du Hocherhabener, hä? Es fängt an mit Allmächt, Gottes Allmächtigen, irgendwie so etwas. Nein, warte schnell. Sitzt im Morgenrot. Im Morgenrot. Das ist die zweite, trittst im Morgenrot. Ich dich. Wirklich? Jetzt. Das ist die erste. Eins, zwei. Im Strahlenmeer. Sitzt im Morgenrot daher. Ich dich, ich dich. Seefelder. See. 3, ja. 4, See, ich, 5. Im Strahlmeer, dich. Die Tochter, genau. Herrlicher. Das ist Schluss. Daher. Doch, da vorne hat es eine braune Tafel. Da ist der Eingang. Lass mich so stehen. Ja. Links. Rechts. Rechts. Kannst du nicht rechts? Da ist schon angeschrieben. Meinst du links? Aha, geradeaus. Ja oder ja. Ist das Haus? Ist das da? Haben vielleicht 2 Minuten verloren, weil die Unsicherheit noch drin war. Aber schlussendlich sind wir am rechten Ort angekommen. Dort? Hä? Oh. Ah, hier. Nicht weinen. Komm. Kannst du noch mal fragen, ob wir noch gut mit Karten können? Nein, bist jetzt konzentriert. Wir sind jetzt hier in Sarne. Sachsen-Tunnel. Sind wir jetzt in einem Tunnel? Ja, wir sind. Ja, das ist dein Tunnel. Das nächste Mal ist einfach eins auf die Zupi. Eins auf die Zupi? Steigen geht aus, klepfen und wieder einsteigen. Du musst auch. Ja, ja, Capito. Dollar. Ist gut. Wo ist er? Verpiss dich! Ist gut. Jetzt kannst du deine Stärke ausspielen, jetzt kannst du Gas geben. Nein, sorry, meine Emotionen, ich kann sie nicht ausspielen. Das ist tiptop, da kannst du rauslassen. Tut mir leid, aber im Auto. Darfst du aus. Das tut mir jetzt schon leid. Sim Morgenrot daher. Wer ist daher? Daher. Seh ich dich.
im Strahlenmeer. Also gut, was schon, dann ist dicht oberhabener. Ist ja der dicht oberhabener? Das schaffen wir schon, genau. Wir wissen dann schon noch, wer was singt. Ja, genau. Ja, nicht wirklich, genau. Herrlicher daher. Wo fangen wir an? Es ist etwas, das ich nicht kann. Ich habe irgendwie kein Kurzzeitgedächtnis. Ich muss Sachen aktiv auswendig lernen. Und in dieser komischen Konstellation hat es einfach nicht geklappt. Im Strahlenmeer seh ich. Also, als ich das gelesen habe, habe ich eigentlich einfach auf meine Brüder mehr verloren, weil ich eigentlich nicht so viel Ahnung davon hatte. Herrlicher. Und los! Nein, die anderen sind. Was? Nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Du musst einfach schauen, dass es nicht die gleichen da musst. Ja. Du hoher Nein, dich im R oder R. Das sind so Sachen. Janin weiss, ich habe keine musikalischen Adern. Also von dem her bin ich da wahrscheinlich eine grosse Unterstützung. Wir müssen so schnell wie möglich dort her. Ja. Also da. Das wäre so super. Also. Wir müssen echt so schnell wie möglich. Ja. Es ist so lieb von euch. Merci vielmals. Kann ich die Rössli auch traben? Ja, ja. Ah, oh, super. So also, super. Ich habe gedacht, wir sind wirklich schneller mit der Kutsche. Ja, also sorry. Im ersten Moment habe ich das auch gedacht. Aber als ich sehe, dass die Rössli so laufen, habe ich nachher gemerkt. Ja, nein. Auch nicht. Wir müssen schnell. Yes. Oh, Halleluja! Halleluja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wir haben den Platz gut gemacht. Also, ich glaube, ich kann es. Eins. Im Morgenrot. Daher, es ist bei dir hinten ganz aussen rechts. Mhm. Daher. Dann vier. Sieben. Fünf. Ich dir. Sechs. Im Strahlenmeer. Ab dem Moment, wo wir einen Plan hatten, hat der wunderbar funktioniert. Und dann haben wir es auch sehr schnell gehabt. Ich, du hocherhabener Herrlicher. Ja! Oh Gott! Ja! Scheiße! Der erste Weg war wirklich von Luzern auf Luzern, also innerhalb von Luzern. Und du hast so ein lokales Denken gehabt, wie das heisst, Game of Switzerland. Das ist durch die ganze Schweiz durch. Eigentlich hätte er wirklich so klar sein, dass es jetzt einfach wirklich kurz weit weg gehen kann. Und dann ist das, ja, wäre es gar nicht logisch gewesen, dass du irgendwo zu Luzern in ein Museum, in ein Museum reingehst. Jetzt. Okay. Da hören wir. Ja, aber das ist der Flugbahn. Ja, das ist der Flughafen da unten. Der von dort startet. Ja, da vorne. Okay. Teams rennen zu Fuß zum Militärflugplatz Meiringen im Berner Oberland, rund 4 km vom Ballenberg entfernt. Seit 2006 ist der Militärflugplatz die Heimatbasis der Berufsflügerstaffel 11, der Tigers, mit ihren FA-18. Und das ist das heutige Etappenziel. Meiringen ist ein von drei Flughäfen, wo Militärjets noch starten und landen dürfen. Eine eher harte Landung geht für das Team, das als letztes bei mir hier im Ziel wird eintreffen. Sie müssen uns bereits nach dem ersten Tag wieder verlassen. Ich bin gespannt, wer es ist. Ich glaube, die kommen schon gleich. Sind wir die Brücke hier? Moment mal. Ja, das ist die. Ah, okay. Der Bahnhof ist hier. Da, dann können wir hier oben. Genau. Okay, super. Aber dann müssen wir nicht auf den Zug, dann können wir gerade überlaufen. Also überrennen. Also, Sie müssen ein bisschen weiterlaufen, wenn der Bahnhof geht. Ja, und dann rechts. Und der rechts. Super, danke vielmals. Let's go, oder? Ja, super geil. Wir können laufen. Du siehst einen Wasserfall da drauf. Ja, rechts. Weil da ist der Wasserfall. Ja. Easy jogger, Gilly, easy jogger.
doch nicht zu schnell. Über. Seh ich dich im Strahlenmeer. Ich, du Hocherhabener. Nein, nicht da. Herrlicher. Jetzt war es gut, oder? Es war sicher schön, dass wir wieder einen Rang gewinnen konnten durch das Spiel. Dich, du Hocherhabener, ist da hinten. Mach es mal trotzdem. Du Hocherhabener. Dich haben wir wieder verpasst. Ja, wir müssen einfach nur schnell alle durch. Jetzt dürfen wir sie nicht verlieren. Wir müssen einfach bei denen bleiben. Und am Schluss holen wir die. Genau. Daher, Herrlicher, ich sehe. Also, ist die Nationalhymne. Dich, Herrlicher. Er hat ja alle angetippt, dann schaut zu mir. Das ist die Hymne. Und ich... Schön. Okay. Doch. Dich. Du Hocherhabener. Du Hocherhabener. Du Hocherhabener. Herrlicher. Yes! Oh. Hey, so gut! Ja. Ich bin so gut. Ja. Oh, danke. Wir müssen einfach sehr schnell überlegen und nachher machen. Und heute haben wir gesehen, wie gut das funktioniert hat. Hast du das Foto? Nein. Du hast das Foto. Nein, das Foto hast du drin. Ich hasse, ich hasse, ich hasse. Schön, Chica. Kannst du das auch nicht? Wir haben wirklich bisschen beißen. Es ist also, ja. Also nein, du nicht. Jamal. Ich habe gebissen und du ich hast nichts gesagt, weil ich gefunden habe, ich darf jetzt nicht auch noch schwach sein. Und der Johnny ist mit! Der Johnny! Wow! Wow! Ilen! Sonja! Jawohl! Man muss sich nicht sagen, ihr seid heute Morgen die Ersten. Bravo! Sack das! Wir haben erstens gewonnen, Etappenziel. Und wir sind einen Tag weiter, wir haben den ersten Tag überlebt. Ich meine, das ist einfach das beste Feeling ever. So geil sind wir noch dabei. Können wir weitermachen, können wir weiter kämpfen. Ich meine, und das momentan zuvorderst, das ist wirklich das ziemlich cool. Ich glaube, wir werden heute gut schlafen. Herrlicher. Endlich. Danke. Heben. Ja, das ist ja eine grauenvolle Vorstellung. Von unserer Seite. Also, der Chor hat wunderbar gesungen. Genau, die hat wunderbar gesungen. Also, das ist... Als wir als Vierte gestartet sind, habe ich gedacht, wenn wir laufen müssen oder schnell laufen müssen, kommt uns das wahrscheinlich schon entgegen, wenn wir das Ziel findet. Sorry, schau mir nicht zu, ich kann nicht hören. Dich. Dich, oder? Ja, glaub's an. Dich! Ich weiß nicht, wie sie weitergeht. Du Hocherhabener, Herrlicher, sagst du? Welchen nehmen wir? Wir nehmen ihn. Nehmen ihn? Ich bin ein Fan. Du Hocherhabener, Herrlicher. Es ist sie, oder? Ach Gott, die Mühe. Ich habe sie noch nie in meinem Leben. Merci vielmals. Merci. Das ist eine gebürtige Italienerin, wegen dem. Sorry! Also, gut gesehen. Gleich vor. Jungs, Simon, Adrian, Gratulation. Ihr habt es natürlich mitbekommen. Ihr seid Zweite am heutigen Tag. Ah ja, morgen packen wir sie. Morgen packen wir sie. Super. Also, das Ziel ist sicher, am letzten Tag als erstes ins Ziel zu kommen. Und vorher dürfen wir einfach nie Letzte werden. Gut gemacht. Geh hier, hier, hier. Warum hier? Tut doch auf. Hier. Richtung Ticino. Alticino, orange, ist gut. Zu richtig. Danke. Heute ist der.
Und dann von Weitem haben wir gesehen, dass Team Grün eigentlich schon im Ziel steht. Team Rot war vielleicht noch 300, 400 Meter vom Ziel weg gewesen. Und dann war eigentlich unsere einzige Hoffnung noch Team Grau, die wir ihnen gesehen haben. Zeig mir es. Hier. Also schau, wir sind hier. Ja. Hier links oder hier alles durch. Schau, ob wir hier durchkommen oder nicht. Aber wir sind hier jetzt bei diesem Bauernhof. Gut. Locker schnaufen. Du musst mir nur leid. Ich sehe dort aber die Brücke ab. Ich stirbe fast. Es brennt wie so. Ich habe wirklich mega Seitenstechen bekommen. Ich habe gedacht, das klappt nicht mit Säckeln. Aber da ist auch wieder der Kopf, der sagt, hey, mach jetzt. Während dem ganzen Rennen haben unsere Teams zwei Joker zu gut. Bis jetzt haben sie noch nicht gebraucht. Einerseits haben sie den Internet-Joker, der ihnen erlaubt, für 3 Minuten das Handy zu nutzen. Andererseits ist der Freeze-Joker, wo sie ein anderes Team für 5 Minuten lahmlegen können. Mal schauen, wenn und ob sie die Joker clever einsetzen. Wo gehen wir? Hier, hier gerade. Wenn sie uns überholen. Sissi, das Team Gau. Zugang, wir dürfen hier nicht. Wir dürfen nicht. Wo müssen wir her? Hier, über den. Sensationell. Janine, Michelle, Gratulation. Ihr seid in der Mitte, ihr seid Dritte, aber das heisst natürlich, ihr könnt morgen weitermachen. Super. Gratulation. Merci. Anoukina! Ich bin kaputt. Oh, aber wir haben das mitbekommen. Ihr wisst, wo das steht. Danke. Das ist super. Also, ihr seid viert, aber so damit morgen yes. auch dabei. Herzliche oh Gratulation. God. Yes. Doriana, Fabio. Herzliche Gratulation. Es ist so brutal. Und es hat nicht gelangt. Ihr seid die Letzten. Ihr müsst heute Abend schon wieder heimgehen. Scheiße. Ja. Es tut uns mega leid. Es ist so schlimm. Kein Problem. Das war ein Glücksspiel am Schluss. Entweder hat sich ein Team verlaufen vor uns. Weil, ja, ein Sprint hat irgendwie nicht herbekommen von der Tabe. Und du musst sehen, entweder haben Glück oder dann halt nicht. Die Enttäuschung ist da und er einfach auch nicht zu weitermachen. Es hat alles mega Spass gemacht und die Teams waren mega super gewesen. Und bei mir ist es halt dann so, ja, dann ich bin enttäuscht. Nein, sicher nicht. Nein, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, wo der Fehler ist gelegen. Ich glaube, das hat man ganz klar gesehen. Wo, dass wir eigentlich, ja, das Spiel vergeben haben schlussendlich. Und wenn du halt einfach bei dem letzten Run einfach noch hinten 3 Sekunden mit 5 Minuten Abstand hast, das ist einfach wie... Ja. Ja, das war wirklich ein Glücksspiel am Schluss. Ich fand es cool. Ja. Es war ein cooler Tag. Hätte auch gerne weitergemacht. Ja. Ich koche mal ein feines Nacht. Nein. Ja, okay, vielleicht gehen wir heute noch mehr. Nein, ich habe es vergessen. Ich koche es auch. Ich weiss, was wir machen. Wir gehen. Ballenberg. Ballenberg. Kurzurlaub. Ja, geht in die Hütte. Gut.